Hallo vom Fensterbrett des Küchengartens. Heute habe ich ganz ein interessantes Video für euch. Das ist auch für mich wahnsinnig interessant, weil es ist das erste Mal, dass ich sowas live in Händen halte. Und zwar habe ich von meiner Schwiegermutter eine Mini-Orchidee bekommen. Also ich habe sie ja abgeluchst, abgeschwatzt. Die war recht vernachlässigt. Ich blende euch mal ein Foto von ihr ein. Also die ist wirklich total klein. Sie ist immer noch in diesem Anzuchttöpfchen, in diesem Anzuchtsubstrat. Der Zustand ist also recht beängstigend. Das Tolle an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass sie einen sogenannten Kindel ausgebildet hat, also eine Babyorchidee, die aus dem verblühten Blühstängel herausgewachsen ist. Das passiert ab und zu. Es gibt spezielle Hormonpräparate, mit denen man den Stängel einschmieren kann, und also einstreichen kann. Und mit etwas Glück wird die Orchidee dazu angeregt, dort dann eine neue Orchidee zu bilden. Bei dieser Orchidee ist das allerdings ganz natürlich passiert. Ich denke, weil sie in so einem schlechten Zustand war, und oft Pflanzen, die in so einem schlechten Zustand sind, die knapp am Tode sind sozusagen, bilden noch schnell, möchten sich noch schnell vermehren. Das liegt in der Natur der Dinge. Zuerst habe ich die Orchidee bei meiner Schwiegermutter sicher ein Jahr lang beobachtet. Immer wenn wir zu Besuch waren, habe ich sie zumindest einmal getaucht, weil zuerst war sie auch noch komplett ausgetrocknet. Also es ist schon ein Wahnsinn, was für Überlebenskünstler diese Phalaenopsis-Orchideen sind, mit was für widrigen Zuständen sie eigentlich zurechtkommen, bevor sie endgültig den Geist aufgeben. Vor ein paar Tagen allerdings habe ich gesehen, dass der Kindel jetzt schon zwei recht große Wurzeln ausgebildet hatte, und ich habe meine Schwiegermutter gefragt, ob ich sie haben kann, denn ich möchte gern versuchen, die Mutterorchidee von der Babyorchidee zu trennen und sie beide dann aufzupäppeln und sozusagen zwei Orchideen von dem Ganzen zu haben. Natürlich habe ich ihr versprochen, dass ich ihr eine meiner Orchideen dafür schenke. Mal schauen, welche ich dafür auswähle. Vielleicht habt ihr ja das Short-Video auf YouTube gesehen, was ich zu dem Thema dieser Kindel-Orchidee gemacht habe. Dort habe ich noch überlegt, ob ich zuerst mal nur die Mutter-Orchidee in neues Substrat setze, mir einfach anschaue, wie die Wurzeln ausschauen, ob da noch was zu retten ist, und die Baby-Orchidee noch dran lasse, damit sie weiter durch die Mutter-Orchidee versorgt wird. Allerdings habe ich von euch dann so viele Kommentare bekommen. Vielen Dank dafür. Das hat mich sehr gefreut, dass wir uns in diese Richtung so schön austauschen können. Und ganz viele von euch haben gemeint, ich soll unbedingt trennen, da die Baby-Orchidee schon zwei schön lange Wurzeln hat. Das heißt, sie sollte in der Lage sein, sich selbst zu versorgen, und somit kann ich dann die Mutter-Orchidee entlasten und diese auch noch retten, denn ich habe wirklich nicht große Hoffnung, dass in dem Topf noch sehr viel von der Wurzelmasse erhalten ist, weil man sieht ja jetzt schon ziemlich stark, dass dort eine große Fäulnis ist, auch Schimmel bildet sich an der Oberfläche des alten Substrats. Ich zeige euch das aber jetzt einmal in der Detailansicht. Da haben wir nun also das gute Stück, meinen neuesten Schatz. Ihr seht ein ganz, ganz kleines Töpfchen. Die Blätter sind total lapprig, die von der Mutterpflanze. Also da sieht man eine Unterversorgung. Die von der Babypflanze, vom Kindel, sind eigentlich noch recht straff. Also daran sieht man, dass die Mutterpflanze wirklich jedes bisschen an Energie in den Kindel steckt. Was jetzt aber das total Interessante ist, dass trotz all dieser Unterversorgung sowohl die Mutterpflanze als auch der Kindel ein neues Blatt ausbilden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es im Töpfchen aussieht. Da sieht man gleich unten schon eine verfaulte Wurzel, und hier oben im Substrat Schimmelbildung, Fäulnisbildung. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, was sich innen drinnen tut. Jetzt schauen wir uns die Sache mal an und kriegen wahrscheinlich gleich den Schreck unseres Lebens. Obwohl, ich bin ja schon viel gewöhnt. Also hier seht ihr, da ist nicht mehr viel dran. Ne, die ist ganz hohl. Diese Luftwurzel ist gut, die sich neu gebildet hat.
Das ist eben dieses extrem kompakte Substrat, das in den, wie hier, schaut mal, wie da die Wurzeln schon rausfallen. Das wird verwendet, um eben frische Orchideen einzusetzen. Oh mein Gott, hat die überhaupt noch irgendeine Wurzel? Wie kann die so überleben? Schaut mal, das reißt alles ab. Nee. Oh, der Hammer. Alles hohl, 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 hohl. Also, das ist der Hammer. Der komplette Wurzelballen ist verfault, arbeitet nicht mehr. Die gesamte Orchidee ernährt sich und den Kindel von dieser Luftwurzel plus eben der Feuchtigkeit, die über die Blätter aufgenommen werden kann. Aber wenn ihr genau schaut, wie staubig diese Blätter sind, also eingesprüht wurde die wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr, aber daher der extrem schlechte Zustand. Okay, jetzt muss ich mich also entscheiden, wie ich weiter verfahre. Der Anfang ist einmal ganz leicht. Alle toten und abgestorbenen Wurzelreste muss ich jetzt einmal gründlich entfernen, damit hier nichts mehr schimmeln kann, kein Fäulnis sich ausbreitet und sie sind ja sowieso von keinem Nutzen mehr. Hier dieses unterste Blatt, was schon gelb wird, werde ich entfernen. Das wird mit der Zeit sowieso absterben und so muss die Orchidee momentan mal etwas weniger versorgen. Was man hier ganz besonders gut sehen kann, nachdem ich nun dieses Blatt entfernt habe, hier seht ihr das hier, dieser kleine Knopf, dieses kleine Knödelchen, das ist schon ein neuer Wurzelansatz, der hier unter dem Blatt zum Vorschein gekommen ist. Und jetzt mache ich mich an die Herz-OP und werde chirurgisch, mit chirurgischer Präzision, das Baby von der Mutter trennen, quasi die Nabelschnur durchschneiden. Zuerst verpasse ich Mutter und Kind allerdings eine kräftige und gründliche Dusche, da die Blätter sehr verstaubt und verklebt waren und die Orchideen einen Großteil der Feuchtigkeit auch über die Blätter aufnehmen müssen. Und beim Abschneiden der Babyorchidee nimmt man immer das Stück des alten Blühstängels mit, also 3 bis 5 cm schneidet man mit ab. Könnt ihr das gut sehen? So. Vorsicht mit den Wurzeln. Puh. Das war's jetzt. Babyorchidee frei. Jetzt ist noch die Überlegung, was mache ich mit dem Blühstängel der Mutterorchidee? Normalerweise würde man den dran lassen, weil man hofft, dass aus diesen Knöpfen hier nochmal eine Blüte entsteht. Da diese Orchidee aber so schlecht beieinander ist und auch nur diese eine Wurzel hat, bin ich schwer am Überlegen, dass ich diesen Stängel komplett abschneide, um sie nicht durch eine neuerliche Blüte zu stressen. So, wie geht's jetzt weiter? Ich habe lang hin und her überlegt, wie ich diese Orchideen, also mit welchem Substrat oder Medium ich sie jetzt wieder aufpäppeln möchte. Ich habe mich dazu entschieden, sie in Pinienrinde zu setzen, mit der Hilfe von Sphagnummoos, was ja total gerne verwendet wird zum Anregen der Wurzelbildung. Es ist auch antibakteriell, speichert auch die Feuchtigkeit besser als jedes andere Medium. Deswegen hier zur Wurzelbildung, zur Unterstützung des Wurzelwachstums und die Pinienrinde natürlich, weil das
dem normalen Wachstum der Orchideen am nächsten ist, also sie sind ja Aufsitzerpflanzen, die auf Gehölzen wachsen, ihre Wurzeln verbinden sich dann mit dem Holz und saugen aus diesem Holz die Feuchtigkeit heraus. Pinienrinde ist da besonders gut geeignet. Diese groben Pinienstückchen habe ich einfach in der Tierhandlung gekauft. Ausdrücken. Das wickle ich jetzt locker hier um den Kern der Orchidee herum. Die Pinienrinde habe ich auch vorher in lauwarmem Wasser eingelegt, damit sie sich schön vollgesaugt hat. Da fülle ich jetzt den Boden an. Nochmal etwas Phagnummoos. Muss man natürlich bei der Bewässerung in Betracht ziehen. Das Phagnummoos bleibt länger feucht als die Pinienrinde. Jetzt fülle ich den Rest mit Pinienrinde auf. Dann war es das vorerst. Und hier sieht man schön durch den durchsichtigen Topf die Wurzel. Und hier kann ich wunderbar kontrollieren, ob sie jetzt so saftig grün ist. Das heißt, sie transportiert genug Feuchtigkeit. Oder ob sie silbrig glänzend ist. Was heißt, sie ist trocken und ich kann wieder gießen, tauchen, besprühen. Operation gelungen, Patienten leben. Natürlich werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie es den zwei Orchideen geht. Sehe ich ja sehr schnell am Zustand der Blätter, ob sie sich erholen. Und dann werde ich nach einiger Zeit auch mal wieder in den Topf schauen, wie das Wurzelwachstum ausschaut. Ich bin gespannt und ich werde mich jetzt ganz gut um sie kümmern, was heißt regelmäßig besprühen und tauchen. Nur nicht zu viel, ihr wisst ja, wie anfällig Orchideen für Fäulnis sind im Bereich der Wurzeln. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart auf meiner Reise durch die wunderbare Welt der Orchideen. Da gibt es ja so viel zu erfahren, zu erleben, durchzuführen, aufzuziehen. Also mich fasziniert das ungemein und sie sind wahnsinnig dankbare, langlebige Pflanzen, die einen wirklich das ganze Leben begleiten können. Lasst mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen, was für Orchideen ihr gerne habt, welche ihr zu Hause habt, ob ihr genau solche Fans seid wie ich. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel Spaß mit euren Zimmerpflanzen zu wünschen und mir selbst zu wünschen, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen bei dem nächsten Video von mir hier im Küchengarten oder am Fensterbrett des Küchengartens. Bis dann!